Okay. Wo war ich hier nochmal? Ach. Ja, schöner Raum. Ja, da schreit mich auch schon was an. Ist doch schön. Nun gut, ich habe einen tollen Schild. Ich weiß nicht, ob der mir überhaupt irgendwas bringt. Bomb. Ich weiß nicht, will ich den mitnehmen? Ich bin mir unsicher. Vielleicht sollte ich erstmal sagen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Herbiderbider? Ja, doch, das trifft's ungefähr. Herbiderbider. Ich will nicht. Also ganz ehrlich, nein, ich möchte nicht. Ich möchte wirklich nicht. Und ich merke gerade, mein Headset ist arsch zu laut eingestellt. So, besser. Ich soll da lang, oder? Gut. Mister, Sie sind im Weg. 80 Schuss auf dem Plasmakutter, auf geht's. Wo gehe ich hier eigentlich lang? Zugang zur Thermalisolierung. Ich höre Babys. Ich höre verfickt nochmal Babys. Oh, fuck nein. Ich höre Babys. Bitte nicht noch mehr. Oh Gott, nein. Credits? Credits sind schön. Credits sind schön. Die tun niemandem weh. Die bringen keine Menschen um. Wow! Alles tot? Ah! Wow! Mister in der Luft abgefangen. So, ganz ruhig erstmal abschießen. Ja, lalalala. Okay, scheiß drauf, Ripper-Action. Fuck. Oh nein, nicht noch einer. Ich hasse euch, ich hasse euch. Ihr seid... Oh, ich hasse diese Spuckdinger. Bitte nochmal. Ich rippe euch alle kaputt. Was? Du lebst immer noch? Was soll das denn? Ihr Spucker seid uncool. Oh, scheiße. Nachladen, nachladen. Oh, nein, nein, nein. Ey, wie konntest du mich anrotzen? Ich hab dich ge... Oh. Boah. Oh, fuck. Nein. Oh. Das war fast zu weit weg. Zu dich dran. Ach, was auch immer. Lala. Also für meinen Geschmack war das... Bisschen zu viel... Alter, Mister. Keine Chance. Alter, diese Spucker gehen mir auf den Sack, ey. Ich hätte echt so ein Schild mitnehmen sollen. Oh. Was für Drecksviecher, ey. So, alles eingesammelt? Habe ich alles? Gut. Sauf ich erstmal was davon. Ripper nachladen. Nochmal was saufen. Ich bin bereit. Was? Was? Oh Gott, ja. Komm, fachgerecht zersäbeln. Ist gut, Schnucki. So, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Noch einer, den ich übersehen habe. Nein? Wirklich nicht? Alle tot? Gut. Wunderschön. Oh Gott, ihr geht mir so auf den Sack. Oh, scheiße. Das war falsch. So. So. Ich wollte doch eigentlich nur trampeln, verdammt nochmal. So. Gucken wir, was haben wir noch dabei? Ja, davon noch ein bisschen was. Davon, davon. Sieht gut aus. Ich glaube, ich sollte echt mal das Baby hier leer schießen. Ich könnte es auch komplett verkaufen. Ich glaube, beim nächsten Shop verkaufe ich das Ding. Oh Gott, muss ich da auch noch runter? 'Moment, ist das ein Aufzug oder ist das eine Tür? Das ist eine Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hin muss. Da unten. Ich gucke das mal alles ganz vorsichtig ab, ob ich da irgendwie...
was finde, was mir vielleicht den Tag ein wenig versüßen könnte. Nee. Ja, da ist so ein Monster-Stase-Gefrierteil, aber das bringt mir... Was? Ich habe ein Baby gehört. Ich habe schon wieder ein Baby gehört. Oh mein Gott, ich bin gar nicht irgendwie paranoid oder so. Nein, nein, nein. Okay. Benutzen wir die Waffe, die mich selbst umbringt. Ich bin bereit. Wärst du so freundlich? Oh, Health Pack, wunderschön. So, Mr. Torso. Ah, Mr. Wow, das war sogar ziemlich cool. Hä, irgendwas hier? Hallo? Da, so. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. So, seid ihr auch alle schön brav tot? Ja. Suchergewehr-Munition, die mir jetzt immer so gar nichts bringt. Ich glaube, wenn ich hier jetzt noch das Suchergewehr hätte, ich glaube, ich würde so durchdrehen. Ah, okay, ich darf hier also noch mal runter. Okay. Okay. Nein! Nein! Verdammt! Das war unbeabsichtigt, das wollte ich nicht. Nein! Nein, Spucker! Oh Gott, Spucker! Nein! Ah, da. Das ist ganz dumm, ganz dumm, ganz dumm. Ich komme da nicht mehr raus. Oh, fuck. Komm. Ja, die Waffe bringt mich selbst um. Die ist echt... sau uncool. Was? Was? Holy. Holy Macaroni. Das ist mir langsam ein bisschen Overkill hier. Also so... so, nekromorphentechnisch. Lassen Sie sich einmal treten, bitte. Danke. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Schön. Was? Schon wieder? Ach, du kommst da hochgeklettert. Okay. Keine Schweiß. Du bist keine Gefahr. So, haben wir's? Alle bedient? Gut. Oh, ich will unbedingt noch einen Shop haben. Unbedingt. Ich habe arschviel Geld und einen Shop und eine Bench. Ich hätte gerne noch einmal eine Shop und eine Bench. Einen Shop und eine Bench. So, einen Shop und eine Bench. Wow. Wir wollen ja hier nicht das deutsche Wortgut verkommen lassen und einfach irgendwelche abgehackten Wörter benutzen. Ah, so wie es aussieht, wollen wir das doch. Ah, da ist was. Ah, 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 ah. Forschungslot 43549. Zu Beginn der gestrigen Nacht hatte ich wieder einen Blackout. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich auf eine winzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf, wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. Oh ja, irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. Vielleicht das, dass ihr den Marker replizieren wolltet, ihr verdammten Idioten. Nein, ernsthaft, das war einfach eine dumme Idee. So. Na dann. Irgendwer, wer hat noch nicht? Wir wollen noch mal. Okay, keine krasse Action hier. Hm. Ich hätte jetzt irgendwie krasse Action erwartet. Wie viele Health Packs habe ich?
Ich habe ein Doppel-Health-Pack und ich habe Stase ohne Ende. Das heißt, ich darf nicht zögern, Stase zu benutzen. Fuck, die können von überall kommen. Fuck, die können von überall kommen. Das ist eine riesige, monströse Sicherheitstür. Ja. Nein, was bist du denn? Komm her, komm, komm Baby, komm. Oh, scheiße. Bist du tot? Du bist... Sorry, ich trau dir nicht. Du bist... Ja, doch, du bist tot. Okay. Akzeptieren wir einfach mal, dass du tot bist. Ah, für sowas bin ich denn doch schon wieder froh, den Detonator dabei zu haben. Einfach nur, weil cool und so. Das Ding muss ich jetzt hacken. Ich möchte gerne ungestört hacken, wenn das geht. Okay, ungestört hacken. Also, da einmal und blau, blau, blau. Hack, 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 hack. Das ist eine fiese Sicherheitstür gewesen. Hallöchen. So, Hammers, Hammers. Hammers, gut. Dahinter hätte ich gerne einen Shop und eine Bench, bitte. Shop und Bench, ist das zu viel verlangt? Kommt, einfach nur Shop und Bench. Das wäre voll cool. Oh Gott, riesig, übertrieben, groß, dicke Sicherheitstüren. Fuck. Fuck, guckt euch das an. Da ist voll die Parade. Lol, die krabbeln alle da rein, wo ich gerade rein will. Lol, nope. Und ich kann die nicht mal zerschießen. Zone 2. Zone 1. Noch irgendwo Nekromorphen, die da alle reinrennen. Ah, da unten, da laufen auch welche rein. Schön, toll. Darf ich sagen, dass ich hier einfach nicht durch diese Tür gehen möchte? Pam. Das ist gerade so ein inneres Bedürfnis von mir. Ach, Projekt innerer Kern. Okay, scheiß drauf, rein da. Ich erwarte ja eigentlich schon fast wieder eine Halluzination, die mich einfach auf falschem Fuß erwischt. Da ist eine Bench. Und da ist ein Shop. Oh, baby, yeah. Oh, was haben wir hier? Audiolog. Erstmal den Audiolog geben. Kennerfels, Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören.
zerstören, was sie erschaffen haben. Die Leute auf Ege 7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Das ist schön. Das ist endlich einer, der es versteht. Der es versteht. Der es sieht. Der Marker. Ihr wollt nicht den Marker bauen. Der Marker will, dass ihr ihn baut. So, wir haben hier noch einen Textlog. Den gebe ich mir auch nochmal. Oder auch nicht. So, Textlog. Private Kommunikation von Vorarbeiter. Tightman, enttäuscht von der Evakuierung. Was? Entscheidung. Rechnen Sie mit bitteren Konsequenzen. Oh. Okay, never mind. Das war unwichtig. Gut, wir haben hier einen Shop und eine Bench. Und wisst ihr was? Ich werde mich jetzt hier einmal umziehen, weil mein anderer Anzug mir extra Vergünstigungen im Shop ermöglicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich meine lustige Shoppingrunde beendet habe, meinen schönen Anzug wieder anhabe. Und dann gehen wir nochmal an die Workbench. Bis dahin, tschö.